Ich hätte mich sehr gefreut, wenn wir heute persönlich miteinander sprechen hätten können. Amtskollege Liaschko, aber er ist verspätet, von daher werden wir uns heute Abend erst sehen können. Nichtsdestotrotz möchte ich darauf hinweisen, dass ich mit ihm im engen Kontakt stehe und kann darauf verweisen, dass wir uns auf Dinge geeinigt haben, die die Ukraine unterstützen wollen in diesem brutalen Angriffskrieg, den Russland dem Land aufgedrängt hat. Deutschland unterstützt die Ukraine nicht nur mit Waffen, sondern auch medizinisch. Flüchtlinge werden bei uns so versorgt, wie Deutsche medizinisch versorgt werden, wie alle gesetzlich Versicherten versorgt werden. Wir machen dort keine Unterschiede. Wir fliegen Schwerstverletzte in Spezialkliniken nach Deutschland aus. Und wir wollen helfen, die medizinische Infrastruktur in der Ukraine wieder aufzubauen und zu verbessern. Das wird jetzt bereits vorbereitet, weil dieser Krieg wird nicht ewig dauern und dann wird das Gesundheitssystem der Ukraine wieder aufzubauen sein. Da wird Deutschland eine ganz besondere Rolle freiwillig übernehmen. Jetzt ist es so, dass wir helfen müssen, kriegsrelevante Behandlungsmöglichkeiten zu schaffen. Da geht es im Wesentlichen um zwei Dinge, die ich mit Minister Liaschko besprochen habe. Zum einen, es sind sehr viele Menschen durch Minen, Bomben und andere Waffen schwerst verletzt und haben darüber Körperteile verloren und Gliedmaßen verloren. Das betrifft nicht nur Soldaten, sondern auch Zivilisten und leider auch viele Kinder. Daher helfen wir, Prothesen zur Verfügung zu stellen, die diesen Menschen helfen sollen, ihr normales Leben wieder aufbauen zu können. Die Prothesenherstellung und die Prothesenversorgung wird aus Deutschland vorbereitet. Und zum Zweiten, es gibt sehr viele Menschen, die nicht nur traumatisiert sind, sondern also auch schwerste Brandverletzungen hingenommen haben. Und wir wollen gemeinsam mit der Ukraine Brandverwundungen besser versorgen. Daher sollen Traumazentren mit Spezialisierung auf Verbrennungswunden eingerichtet werden. Auch da wird Deutschland eine wichtige Rolle spielen. Schließlich zur Weltgesundheitsversammlung heute. Deutschland hat am Freitag bei dem G7-Treffen in Berlin einen Pandemiepakt beschlossen in der G7-Gruppe, wo es darum geht, wie zukünftige Pandemieausbrüche verhindert werden sollen. Die vielen Ausbrüche, die es zunehmend in Zukunft geben wird, dürfen nicht übergehen in zukünftige Pandemien. Damit man das verhindert, ist eine besonders schnelle, harte und gut vorbereitete Antwort auf diese Ausbrüche notwendig. Derzeit wird viel über die Notwendigkeit solcher Mechanismen gesprochen, aber wie es genau funktionieren soll, ist weniger ausgearbeitet und weniger vorbereitet. Dazu haben wir einen Vorschlag gemacht, der ist also als Anhang zur sogenannten Ministersdeklaration beschlossen worden, die sogenannte Konzeptnot. Und das zentrale Element ist der Aufbau einer Einrichtungen, wo Menschen, die sich mit Pandemic Preparedness beschäftigen, ausgebildet werden können, in also Einrichtungen auf der Südhalbkugel und auf der Nordhalbkugel, denn derzeit fehlt es in allererster Linie an Spezialistinnen und Spezialisten für diese Arbeit. Das heißt, wir haben derzeit viele Bemühungen, Pandemic Readiness vorzubereiten. Wer das machen soll und wie die Ausbildung stattfinden soll, ist weniger bekannt und daran arbeiten wir. Das ist ein wichtiger Bestandteil unserer G7-Not und darüber habe ich auch eben mit dem Generaldirektor der WHO, Dr. Tedros, lange gesprochen. Er unterstützt diese Maßnahme voll und ganz und das soll ein System werden, wo die WHO also federführend ist, wo aber auch andere Einrichtungen mitarbeiten. Ich könnte mir so sehr gut vorstellen, dass auch der Financial Intermediary Fund der Weltbank hier eine Rolle spielen kann. Somit, wir brauchen ein System, welches sauber diese also Pandemic Readiness vorbereitet, umsetzt und welches durch die WHO angeleitet wird. Darüber haben wir eben gesprochen. Es wird noch mehr Gespräche darüber im Laufe des Tages geben. Lassen Sie mich abschließend noch ein weiteres Thema aufgreifen, die Affenpocken. Der weltweite Ausbruch der Affenpockeninfektionen ist so ungewöhnlich, dass wir uns Sorgen machen müssen, ob er so abläuft wie frühere Affenpockenausbrüche. Es ist eher damit zu rechnen, dass sich die Art und Weise, wie das Virus sich verbreitet, geändert haben könnte, sodass wir jetzt schnell
und hart reagieren müssen, um einen globalen Ausbruch wieder einzudämmen. Wir stehen im engen Austausch mit nationalen und internationalen Behörden und Wissenschaftlern, und das ist auch ein Thema hier bei der Weltgesundheitsversammlung. Wir wissen, dass bis zum jetzigen Zeitpunkt in erster Linie Menschen sich infizieren, die sexuelle Kontakte gehabt haben, im Sinne, dass Männer Sex mit anderen Männern gehabt haben. Das ist hier wichtig, um auch in diese Risikogemeinde, die derzeitige Risikogemeinde, also einzuwirken. Und ich appelliere tatsächlich an all diejenigen, die insbesondere anonymen Sex, also mit Männern gehabt haben, dass man hier vorsichtig ist, auf entsprechende Veränderungen, Hautveränderungen achtet, Fieber ernst nimmt und sich also im Falle eines Verdachtes sehr schnell in entsprechende medizinische Behandlungen gibt. Das also ist jetzt der Zeitpunkt, wo wir ohne Stigmatisierung trotzdem die Risikogruppen ehrlich ansprechen müssen. Das ist zum Schluss auch zum Schutze dieser Risikogruppen und darf nicht falsch verstanden werden, also eine Stigmatisierung als von Männern, die Sex mit Männern haben. Aber trotzdem muss ehrlich gesagt werden, dass das zum jetzigen Zeitpunkt die Gruppe ist, wo es sich am stärksten ausbreitet. Das kann sich jederzeit ändern, und um dies zu verhindern, muss schnell und ehrlich reagiert werden. Wir werden in den nächsten Stunden Empfehlungen ausarbeiten mit dem Robert-Koch-Institut zusammen, was also Isolationsempfehlungen und Quarantäneempfehlungen angeht. Die werden wir morgen vorstellen können. Wir sind dann noch in Abstimmungen mit entsprechenden Wissenschaftlern, die spezialisiert sind. Ich gehe aber davon aus, dass wir morgen im Laufe des Tages da eine verbindliche Empfehlung dann aussprechen können. Und darüber hinaus ist es so, dass wir auch also bereits Vorbereitungen treffen, ob eventuelle Impfstoffe beschafft werden müssen und wo die beschafft werden können. Ich habe selbst also bereits am Freitag Kontakt aufgenommen mit einem Hersteller, der Impfstoffe spezifisch für die Affenpocken also herstellt. Es sind auch Überlegungen im Gange, wie eine eventuelle Impfung dann stattfinden würde, aber eine Impfung der allgemeinen Bevölkerung ist hier nicht im Gespräch, sondern hier wird nur darüber nachgedacht, ob wir vielleicht Impfempfehlungen aussprechen müssen für besonders gefährdete Personen. Das ist aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht wirklich geklärt. Wir arbeiten da sehr eng zusammen mit den europäischen Behörden, hier bei der Weltgesundheitsorganisation, aber auch mit Spezialisten in Deutschland. Und ich gehe davon aus, dass wir morgen schon sehr viel Genaueres sagen können.